Machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Erleben des Atems, gegenwärtigen Moment. Der Klarheit, vom Beruhigen der Vergangenheit und Zukunftsbausteine unseres Selbstes kommt. Vielleicht ist uns bewusst geworden, was für eine Trübung diese Narrative darstellen, die sich über die Vergangenheit, Zukunftszeit hin erstrecken, uns den Blick vernebeln auf das, was so einfach im gegenwärtigen Moment stattfindet. Mit dem direkt erlebten Atemzug klärt sich der Geist weiter. Diese Klarheit macht Wissensklarheit möglich. Das wache, intelligente Beobachten der Gegenwartsinhalte. Damit beginnen, das körperliche Phänomen des Atems der anderen körperlichen Erlebnisse, die von der nie enden wollenden Veränderung und Fluktuation der vier Elemente herstammt, zu beobachten. Ist dem ungetrübten Geist nicht ganz offensichtlich, dass innerhalb der Körperlichkeit, im Erleben, dem Atem, den Körpergefühlen, den Geräuschen,
allen Eindrücken, die von körperlichen Prozessen herrühren. Veränderung, Wandel zu finden ist, wenn der Geist frei ist und in Trübungen, Vergangenheits- und Zukunftsidentifikation, kann Weisheit erwachen und immer kräftiger werden, kann es einfachen zuschauen. Können uns die universellen Gesetze des Daseins deutlich werden. So ist Körperlichkeit. Ist nicht stillstehen wollende Krabbeln, Flimmern, Rauschen,
Elemente die Grundlage jedes Erlebens bilden. Atemzug, das Körpergefühl oder Geräusch. Immer wieder dieselbe Botschaft. Körperlichkeit, ein Prozess. Elemente, unsere Vorstellung eines Kerns, eines beständigen Selbstes ganz unmittelbar herausfordert.
Aber wenn unser Geist unabgelenkt und klar genug ist, offenbart sich uns völlig mühelos die Unbeständigkeit der Grundlage all unseres Lebens, der Körperlichkeit. Der Atemzug, das Körpergefühl, das Geräusch, auch die Denkprozesse, die im Gehirn ihre physiologische Grundlage haben, folgen diesem unhaltbaren Strom der Unbeständigkeit. Die Weisheit sieht Unbeständigkeit. Begreift Unbeständigkeit. Beginnt zu begreifen, dass das wirklich unser Leben ist, was uns bewusst machen oder nicht. Ausnahmslos jeder Moment dieses Daseins liegt auf der Grundlage dieser nicht beständigen, elementaren Veränderungsprozesse. Unsere Weisheit beginnt zu begreifen, dass hier nichts zu besitzen gibt, dass gar nicht möglich ist, hier eine stabile Identität aufzubauen. Dass alles mein und ich erleben. Bei der Blindheit den Anicca-Prozessen gegenüber entspringt. Weisheit ermöglicht uns, leidenschaftsloser zu werden. Wunschloser gegenüber diesem Veränderungsprozess. Ganz friedlich lassen wir den Wunsch, diesen Prozess irgendwas zu halten, zu verändern, etwas zu sein, mehr und mehr los. Erlauben uns, uns in diesem Prozess nach und nach aufzulösen.
Dann noch einen schönen, aufgelösten Abend und man sieht sich wieder, vielleicht schon morgen früh, in der Morgenmeditation oder sonst halt.